die Möglichkeit einer Niederlage der Ukraine, auch wenn man die nicht will, tatsächlich im Raum steht, die ist empirisch nicht wegdiskutierbar, wäre es doch hier genau die Frage, sollte man jetzt, und wer sind dann die Akteure, die Initiative für diplomatische Bemühungen verstärken? Ich habe an Sie noch mal eine Frage, Frau Schmitz. Aber das ist ja schon jetzt auch eine Frage. Ich möchte die Frage darauf kommen, dass es diplomatische geheime Beziehungen gibt. Es geht schlichtweg darum, dass wir es mit einem Verbrecher zu tun haben, der nicht verhandeln will, sondern siegen will. Und die Frage an Sie wäre, warum Sie seit 19 Monaten genau dieselben Texte vortragen, genau die Auffassung, die Sie eben hier präsentiert haben, war schon genau dieselbe. No more tricks, no more lies.